Und bei der geilen Mucke heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Let's Play Need for Speed Underground 2. Und das ist unfassbar lange her, dass die letzte Aufnahme war. Die letzte Folge kam jetzt gestern, wenn ich richtig liege. Sie müsste gestern gekommen sein. Also Folge 5 kam gestern, heute nehme ich auf. Ja, es ist nämlich viel passiert. Ihr erinnert euch vielleicht, ich weiß nicht, habe ich es erzählt? Ich meine, ich habe es erzählt eben hier auch in dem Let's Play, dass ich ja eine OP hatte, eine Weisheitszahn-OP, alles super überstanden, also alles super, sonst würdet ihr mich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hören. Ja, aber es ist unfassbar viel passiert in der Zeit. Es ist unfassbar viel passiert in der Zeit, nicht nur die OP, sondern auch noch mehr. Und zwar möchte ich vor... Oh Gott, da habe ich erstmal unfassbar verschluckt. auf jeden Fall möchte ich ganz erst... Oh Junge, was ist denn los hier? Ich möchte mich ganz ehrlich erstmal bei euch allen bedanken. Wofür? Erstmal dafür, dass ihr einfach so absolut krank seid und die erste Folge unfassbar gefeiert habt und auch die Folgen danach unfassbar gefeiert habt. Ihr habt mir so unfassbar geiles Feedback gegeben und so unfassbar viele positive Kommentare, Rückmeldungen, Bewertungen, Schlammigtour. So viele Daumen nach oben in so kurzer Zeit war auch schon wieder absolut krank. Und ja, im Zuge dessen möchte ich mich auch ganz herzlich, und beziehungsweise nicht nur bedanken, sondern ich möchte auch ganz herzlich unfassbar viele neue Leute hier auf diesem Kanal willkommen heißen. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wer die Minecraft-Folgen schon, wer die Minecraft-Folgen eventuell auch zwischendurch mal geschaut hat, der weiß, es ist inzwischen, da habe ich schon lange gesagt, einfach weil die Aufnahme vorher war, aber wir haben die 1000 Abonnenten erreicht. Da möchte ich nochmal wirklich vielen lieben Dank sagen an alle neuen Leute, die da sind. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir hier zuzuschauen. Und ja, ich hoffe, dass es eine geile Zeit wird. Junge, dass es eine geile Zeit wird, dass wir richtig viel Spaß hier in diesem Game haben werden. Und dann auch weiterhin, ich habe unfassbar viele Kommentare dazu bekommen, wie es danach weitergeht. Das werde ich dann auch nochmal alles ein bisschen beleuchten. Wir fahren aber gleich hier erstmal los, damit ich jetzt nicht wieder 10 Stunden quatsche hier. Vor allem mich verplapper. Was das jetzt aber auch mit sich gezogen hat, also wie gesagt, erstmal nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle, wirklich, ich kann mich gar nicht oft genug bedanken, ich habe mich ja schon in der Community-Tab, habe ich mich schon unfassbar krass dazu geäußert und habe schon da schon 10.000 Mal vielen lieben Dank gesagt und ich kann es hier auch nur nochmal sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, ich kann euch bei Laune halten hier mit dem Game, mit meinem Commentary, mit dem Let's Play und allem und ja, dass wir zusammen eine richtig geile Zeit haben hier und dann natürlich auch in den nächsten Games. Und ja, was das alles jetzt mit sich gezogen hat, ist leider, ihr habt es vielleicht bemerkt, es gab kein Intro mehr. Auch die letzten 3 Folgen gab es schon kein Intro mehr. Was ist das Problem? Das Problem ist einfach, dass ja, jetzt durch die Monetarisierung, die ich jetzt eingeschaltet habe, wer hätte es gedacht, ich glaube, jeder hätte es wahrscheinlich auch so gemacht, werden natürlich jetzt die Sachen nicht gestrikt, aber die werden halt dann, wenn da irgendwelche Copyright-Sachen drin sind, dann werden die logischerweise nicht monetarisiert. Das Problem ist, in meinem Intro, das Lied ist leider eins, wo YouTube dann sagt so, nee, mach das jetzt mal nicht, Geld gibt's nicht. Und deswegen habe ich das Intro die letzten 3 Folgen schon rausgenommen, da sind vorne so 10 Sekunden abgecuttet, also ihr habt quasi nichts verpasst. Aber das bedeutet jetzt erstmal, ich muss gucken wegen neuem Intro. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt noch ein Intro haben wollt. Ich habe es halt immer reingepackt, weil ich das immer eigentlich so ganz geil fand. So als, ich sag mal so, als Merkmal für mich, ne, dass ich halt das Intro habe und dann weiß man, okay, das ist der, so nach dem Motto. Aber ich weiß, dass das heutzutage nicht mehr ganz so common ist, dass das heute nicht mehr so ganz normal ist, dass ihr dann ein Intro unbedingt habt. Aber das könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet, wenn das der Fall sein sollte. Ich muss mich da auf jeden Fall darum kümmern, dass ich da ein bisschen, ja, mir was überlege, was Neues überlege, ohne dann die Mucke. Aber ich bin da mal am Gucken. Ja, was gucke ich gerade? Ich habe mir jetzt alles aufgeschrieben, also es ist so unfassbar viel passiert. Erstmal, auch noch, wie das alles so zustande gekommen ist, wie jetzt das so plötzlich so schnell ging, dass jetzt so plötzlich so viele neue Leute dazu kommen. Dazu wird es noch ein Video geben. Das ist momentan noch in Arbeit und es wird eventuell auch noch ein Special geben, also ein 1000-Abo-Special. Ich überlege noch, wie ich das explizit alles hier so aufreihe, also was ich da alles so mache. Ich habe so ein paar Ideen. Das Problem ist, ich will mir da ein ordentliches Konzept natürlich überlegen für, weil, ich sag mal, 1000 Abonnenten ist schon ein großer Meilenstein und da will ich auch was Ordentliches dahin klatschen. Ich überlege noch, wie ich das alles so mache, deswegen, das kann sich noch ein bisschen ziehen. Es ging dafür einfach viel zu schnell, es ging einfach so unfassbar schnell. Da habe ich jetzt auf die Schnelle quasi da nichts hinbekommen. Zudem habe ich jetzt momentan auch noch mit anderen Sachen zu tun, weil ich jetzt momentan Wohnungssuche habe. Ich muss, beziehungsweise ich ziehe um. Und da bin ich momentan, habe ich sehr wenig Zeit und stecke sehr viel Zeit in diese Wohnungssuche momentan. Deswegen auch hier nochmal die Ansage, also ich hatte ja vorher einen anderen Uploadplan
bis circa Mitte von Underground und dann haben wir das ja geändert, weil ich im Urlaub war und alles und ich würde einfach, weil ich jetzt auch momentan immer noch nicht so viel Zeit habe aufgrund dessen, bleiben die Uploads erstmal so wie jetzt, also zweimal die Woche und nicht dreimal die Woche wie am Anfang von Underground. Deswegen, ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Es ist für mich dann einfacher, Sachen hier zu produzieren und das auch wirklich regelmäßig zu bringen, weil ansonsten, das wird sonst zu viel und ich bin jetzt öfter nicht zu Hause wegen einer Wohnung angucken und sowas. Muss ich nach München fahren, also es sind immer 3 Stunden hin und zurück. Ne? Also das alles, und das, ja, das braucht halt alles immer so ein bisschen und deswegen, ja. Genau, so viel dazu. Das habe ich eine kurze Einleitung gegeben. Ich habe wieder ein bisschen sehr lange geplappert. Das tut mir leid. Aber das musste jetzt einfach sein. Erstmal mich ganz herzlich bei euch nochmal bedanken für die ganzen neuen Leute, die dazugekommen sind. Und dann auch die ganzen Sachen, die jetzt noch passieren werden. Dass dann noch so ein paar Videos kommen und sowas. Und ja, war mir jetzt einfach wichtig. Ich habe noch weitere Sachen. Und zwar will ich noch ein paar Kommentare eingehen. Das machen wir jetzt aber nicht hier. Wir gucken mal, dass wir uns hier nebenbei auf dem Rennen konzentrieren. Dass wir nebenbei irgendwie was machen. Genau, pass mal auf. Wir haben hier unten Driftrennen. Es hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Ich gehe nämlich gleich auch noch auf ganz viele Kommentare ein. Da habe ich auch noch ein paar Sachen rausgeschrieben. Dass es doch eigentlich gar nicht so schwer ist, mit diesem Wagen zu driften. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war. Probieren das nochmal. Ich hatte ja unfassbar Probleme damit. Deswegen mache ich das jetzt erstmal. Wir gehen mal da hinten hin. Also das Ring und dann fahren wir da mal ganz kurz aber hin. So. Muss ich auch erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen hier an den Wagen. Oh. Vor allem, dass der Frontantrieb hat und nicht Heckantrieb. Ja, okay, dann doch hier oben lang. Dann doch jetzt so. Okay. Dann doch jetzt so. Ja, auf jeden Fall, wurden unfassbar viele Kommentare logischerweise geschrieben. Also sehr viele Kommentare, die sich halt einfach nur darüber gefreut haben, dass es jetzt weitergeht mit Underground. Und dann habe ich noch ganz viele weitere Kommentare bekommen bezüglich bestimmter Themen. Unter anderem, was haben wir hier? Genau, es hatte mir, ich glaube, es war sogar wieder hier PlayX, der mir das geschrieben hatte. Da ging es darum, das Spiel ist ja momentan, ich sag mal, was den Text angeht, auf Englisch. Was den, ja, die Tonspuren und alles angeht, ist es ja, und die Motorsounds sind auch auf Deutsch. Naja, also es ist ja sonst, alles ist ja auf Deutsch, nur alles, was jetzt hier irgendwie mit Schrift und so zu tun hat, ist halt alles auf Englisch. Und da hat er gesagt, guck doch mal in die Registry rein und guck da mal, dass du da auf Deutsch stellst. Ich habe alles nachgeschaut, das Problem ist, ich habe dieses Game damals auf meinem alten PC installiert und habe es einfach nur rübergezogen. Das ging ja damals noch relativ einfach. Deswegen ist das Game quasi nicht hier auf diesem PC installiert, sondern ich habe das halt einfach rübergezogen. Dementsprechend kann ich leider da nichts in der Registry ändern und wir müssen jetzt leider mit dem Englischen auskommen, aber ich denke mal, das wird für viele da kein Problem sein. Genau, also quasi so viel dazu, dass wir leider hier weiter auf Englisch dann erstmal spielen müssen, wie man hier sieht. Das ist leider alles noch in Englisch. So, dann gucken wir mal hier, Driftrennen 300, das bringt uns quasi gar nichts. Jetzt gucken wir mal, wie gut wir den hier wegkriegen. Dann, weil wir jetzt auch gerade hier schön den Wagen und auch den Corsa hier vorne sehen. Was haben wir jetzt hier? Zack, zack, jawohl. Dann gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen das Ding hier wieder zum Driften bringen. Für mich ist es halt wirklich das Problem, dass ich halt hier... Ich hasse es auch, ich verstehe auch gar nicht, warum jetzt auch hier das Dings aus ist. Warum auch hier die Mucke aus ist. Dasselbe ist ja auch in Underground damals schon der Fall gewesen. Oh, das war zu langsam, viel zu langsam, viel zu langsam. Ja, auf jeden Fall habe ich viele Kommentare bekommen. Das ist doch der Peugeot, den wir jetzt hier gerade schön fahren. Dass es den auch schon seit gefühlt 15 Milliarden Jahren in dem Game gibt. Ich muss mal wieder mit da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann ihn nicht so gut einfangen, scheiße. Dass es den ja schon seit 50 Milliarden Jahren in dem Game gibt. Ich muss tatsächlich sagen, also weil logischerweise verhobe ich euch das, vor allem wenn mir das... Ich glaube, jeder zweite Kommentar unter der zweiten Folge war genau dieser Kommentar, wo mir gesagt wurde, ja, dass der Peugeot schon seit immer eigentlich existiert. Aber wir haben jetzt schon gewonnen. Wir haben 10.000er Drift, ja, das kann man sich sehen, das kann sich sehen lassen. Ja, auf jeden Fall habe ich da einfach wahrscheinlich damals überhaupt nicht drauf geachtet und habe es einfach deswegen nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, ja, gibt es den anscheinend schon seit immer, mir ist er einfach nicht aufgefallen. Und ja, dann haben mir auch unfassbar viele Leute dann noch reingeschrieben, warum ich denn nicht den Corsa genommen habe oder dass sie den Corsa am Anfang genommen haben. Ich weiß, der Corsa. Guck mal, haben wir erstmal gucken, kriegen wir genug Punkte dafür? Kriegen wir jetzt genug Style-Punkte? Ah, guck mal, easy going. Sehr gut, das ist richtig gut. Also da müssen wir dann gucken, das machen wir jetzt hoffentlich beim zweiten auch. Ich weiß, dass der Corsa deutsches Kulturgut ist. Oh, da haben wir irgendwas. Wie war das? Tab.
Hoods. Oh, Engine. Okay, da können wir jetzt ein schönes was für die Motorhaube hier holen. Das können wir gleich nochmal gucken. Ist das hier Spezialteil? Wir können gleich mal hier bei den Spezialteilen hier einmal kurz gucken. Alter, wie viel Driftrennen hier sind. Ich würde, übrigens ganz kurze Info, ich würde jetzt gerade mal hier gucken, dass wir die ganzen Driftrennen fahren. Und dann, nicht ganz driften, dass wir alle Rennen fahren und dann die Underground Racing League am Ende. Also, dass wir quasi dann damit den neuen Scheiß freischalten. Einfach nur, weil ich das so eigentlich eine ganz geile Sache finde, dann haben wir quasi alles erstmal weg. Dann machen wir die Underground Racing League und dann haben wir ja wieder was Neues freigeschaltet, um dann wieder weiterzumachen. So persönlich würde ich das jetzt angehen, nur damit ihr so eine Ahnung habt, was mein Plan jetzt hier ist. So, nochmal schönes Driftrennen. Wir hauen jetzt erstmal die Driftrennen hier weg, da haben wir keine Musik, da können wir schön reden über die ganzen Kommentare. Ja, genau, der Corsa, ich weiß, deutsches Kulturgut. Deutsches Kulturgut, aber, ja, von den Stats her war halt der Corsa, Peugeot einfach ein bisschen besser. Oh Gott, ja, komplett weggedreht einmal. Weil der halt einfach besser, ne, und deswegen, habe ich mich dann für den Corsa entschieden. Und, ja, deswegen, vielleicht gucken wir aber den Corsa, habe ich schon gesagt, also ich, was ich geil finden würde, ist, wenn, ich kann da auch vielleicht nochmal eine Abstimmung starten, dass ihr mir vielleicht mal so ein paar Autos in die Kommentare schreibt, die ihr gerne, quasi haben würdet, die ich fahre, und dann, kann ich da mal eine Abstimmung oder so machen und dann gucken wir mal, dass wir einen Wagen quasi aufbauen, also einen Community-Wagen aufbauen, einen Wagen quasi, den ihr euch gewünscht habt, und dann bauen wir den zusammen dann so ein bisschen auf und, dann quasi, ja, dass wir dann so noch einen Zweitwagen, Drittwagen haben, je nachdem, wir werden eh mehrere Wagen hier haben. Aber das könnt ihr mir gerne da mal reinschreiben, das sammle ich dann mal so ein bisschen, würde ich sagen, unter den Folgen. Und dann, guck mal, hängt natürlich auch immer dann davon ab, was wir natürlich freigeschaltet haben. Das dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Oh. Das dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, die beiden haben sich jetzt hier komplett festgefahren. Aber das ist gar kein Ding, wir machen das hier trotzdem. Boah! Ne, und ja. Dann habe ich noch Kommentare auch dazu bekommen. Mal gucken, ob das reicht. 58.000, um wieder richtig, jawohl, richtig schöne Reputation jetzt zu kriegen. Easy going. Dann habe ich noch Kommentare dazu bekommen, beziehungsweise ein Kommentar. Oh, Side Mirrors haben wir jetzt auch direkt mal mitbekommen. Okay, Side Mirrors Custom. Oh. Bedeutet das? Warte mal. Oh ja, wir können Cover machen. Oh, ja, okay, pass auf. Folgendes, wir machen das letzte Driftrennen hier. Aufgepasst, die Talentsucher vom Turbo-Magazin sind hier. Ah ja, okay, das war schön. Ich dachte, sie sagt noch mehr. Wir machen jetzt das eine Driftrennen hier noch und dann fahren wir da mal hin, würde ich sagen. Oh, da ist Kohle. Wichtig. Geld. Zack. So, genau, also da so viel dazu. Dann Kommentare zu dem Auto habe ich bekommen. Und zwar wurde mir gesagt, dass der Spoiler ein bisschen krass vielleicht hinten ist. Das sehe ich absolut genauso. Die Sache ist allerdings, dass ich jetzt halt hier das Design an die damalige Zeit halt anpasse. Ich sag mal so, also ich will schon einen Wagen haben, der halt absolut krass aussieht. Und das war halt die Zeit damals. Das war halt damals so. Und deswegen werden wir hier einen absolut kranken Wagen bauen, der jetzt nicht understatement-mäßig unterwegs ist, sondern absolut auffällt. Der Wagen muss ja auch auffallen, weil das ist halt Voraussetzung dafür, dass wir das Game am Ende auch schaffen. Weil du musst ja hier diese Style-Punkte machen, was ich ein bisschen schade finde. Aber der Wagen muss halt am Ende absolut krank aussehen. Ansonsten kann man das Spiel quasi nicht durchspielen. Deswegen werden wir hier absolut krasse Spoiler ranbauen und das wird absolut krank aussehen. Ich weiß, es ist nicht mehr der heutigen Zeit entsprechend, aber es ist einfach dieses Spiel. Und weil das Spiel ist, machen wir es logischerweise auch so. Also deswegen nehme ich mich da nicht zurück. Ja, sowas wie jetzt hier links hier unser, der Ford hier. Der sieht auch absolut krank aus. Das gehört halt einfach zu diesem Game. Dann habe ich jetzt auch eben gerade schon gesehen, wir haben hier unfassbar viele Schilder ja rumstehen in der Gegend. Also jetzt nicht hier in dem Rennen, sondern generell in der Welt. Da haben mich in der einen Folge, ich glaube, 10 Leute gefühlt, ich glaube es waren 4 oder 5 Kommentare, haben mich darauf angesprochen und da kamen noch ganz viele Daumen nach oben, dass man sich an den Straßenschildern orientieren kann, wo die Shops sind. Das ist mir dann tatsächlich auch wieder in den Kopf gekommen, das wusste ich damals, aber hatte ich halt absolut nicht mehr auf dem Schirm und vielen lieben Dank an alle, die mich da reminded haben und ich habe erstmal den 7000er gerade in die Wand gehauen hier. Die mich da reminded haben, dass das der Fall ist. Deswegen wäre mal logischerweise jetzt, wenn wir dann den Shops mal wieder suchen in den neuen Gebieten. Wir haben ja jetzt ja hier dieses, jetzt weiß ich nicht mehr, wie jetzt das Ding hier vorne hieß. Wie jetzt der Stadtteil hier hieß. Wie Bayview Beach oder sowas.
Ja, auf jeden Fall, jetzt nehmen wir nochmal einen guten Drift hier rein. Gucken, ob das ausreicht. Das war jetzt nicht so gut. Ja, auf jeden Fall werden wir uns da jetzt ein bisschen orientieren. Reicht trotzdem easy going. Wir haben jetzt ein bisschen dran jetzt orientieren, dass wir die ganzen Shops finden. Ich glaube, wir haben jetzt aber fast schon alles gefunden, was wir hier finden können in den Gebieten, die wir jetzt freigeschaltet haben. Ansonsten gucken wir nochmal. Fahren wir erstmal zum Special Event. Ach nee, erstmal ganz kurz hier. Wobei es wird wahrscheinlich Karosserie-Shop sein für alles. Ja, wir gehen erstmal hier zu dem Special-Event jetzt hinten. Zu unserem Cover. Ja, bitte. Genau, und dann können wir auch dann nochmal schauen. Ich denke mal, wir werden hier sonst keine weiteren Dings haben, keine weiteren Shops, die wir jetzt noch nicht erkundet haben. Aber das schauen wir dann gleich. Das schauen wir dann auch nochmal. Wo wir dann auch bei Shops sind. Mir wurde dann auch oft in die Kommentare geschrieben, dass ich mit dem Tuning ein bisschen gucken soll. Also mich zurückhalten auf gar keinen Fall, logischerweise. Aber so ein bisschen gucken, weil es anscheinend vor allem bei den Tuning-Teilen im Performance-Shop so ist, dass man da nicht alle Teile einbauen muss oder halt auch einzeln die Teile einbauen muss. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, das ist gut zu wissen. Da kann ich dann mal schauen, die Teile einzeln einbauen und manche Teile bringen anscheinend auch nichts. Und da müsste man dann mal gucken, ob man die dann überhaupt benutzt. Ah, dann sehe ich auch noch gerade, genau, wo ich hier gerade an dem Dings-Auto vorbeigefahren bin, an den Rivalen, sage ich jetzt mal, oder hier den anderen Kollegen hier. Ach stimmt, ich muss ja ein Rennen fahren, ne? 2 Minuten. Oh, kann ich da... Können wir das auch eingeben? Geht das? Ja, geht. Sehr gut. Ja, ich hoffe mal, dass wir... Ich sage mal, ich denke mal, wir werden das schaffen. Auf jeden Fall wurden mir in die Kommentare geschrieben, mit den Performance-Sachen soll ich da ein bisschen gucken, dass ich da die richtigen Sachen kaufe. Und die Rivalen sollen wir relativ früh alle abarbeiten, hat mir auch jemand reingeschrieben. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir da uns vielleicht auch relativ mal so eine Folge dann für Zeit nehmen. Ich würde das jetzt noch nicht hier machen, aber eventuell in der nächsten dann, in der nächsten Aufnahme, dass wir uns dann mal so ein bisschen mit den Dings beschäftigen, mit den Rivalen hier. Vor uns fällt gerade einer. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen was in die Autos einbauen, noch ein bisschen mehr Power haben, dass wir das dann machen können. So, zack. Sehr schön, du bist auf dem nächsten Cover des Toro-Magazins. Man kann auch Türen und sowas aufmachen. Gratuliere. Ne? Heute kannst du mal eine Runde Regisseur spielen. Beweg deinen Wagen in der Zone, spiel ein bisschen mit der Kameraperspektive und mach den perfekten Schuss für das perfekte Cover. Wenn man das tatsächlich mal so... Bist, drück einfach die Kamerataste und schieß das Foto. Machen wir. Weil die Sache ist ja, du kannst ja den Wagen jetzt noch bewegen, theoretisch. Ich finde das immer ganz geil mit Türen und sowas. Aber jetzt gerade, weil wir noch keine geilen Türen und sowas haben, noch keinen geilen Motor, würde ich das jetzt noch nicht machen. Deswegen würde ich jetzt einfach das Foto nehmen. Und dann sind wir auf dem Turbo-Magazin. Ja, machen wir so. Das gab wahrscheinlich nochmal Kohle vom Sponsor. Ja, sehr gut. 554 gab das jetzt. Wir haben schon wieder 1800. Damit könnten wir auf jeden Fall mal zum Performance-Shop dann nochmal fahren. So, habe ich gerade noch irgendwie was. Genau, also das haben wir mit den Rivalen hatten wir. Und beim Tuning, ich habe ja gesagt, ich setze mich da mal ein bisschen mit auseinander, wie wir das machen. Mit der Feinabstimmung und sowas. Die Sache ist, ich hatte, wie schon gesagt, nicht viel Zeit und hatte nicht viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Deswegen können wir das jetzt noch nicht machen. Wir lassen das erstmal so. Ich mache das für die nächste Aufnahme dann auch fertig. Weil, fürs dieses Mal hat es einfach zeitlich nicht gereicht. Es tut mir leid. Und wir machen jetzt mal fix als nächstes Sprintrennen hier. Jetzt sind wir voll beim Game jetzt. Weil jetzt habe ich alles durch. Das waren so die Kommentare, die ich bekommen habe und die ich jetzt mir nochmal rausgesucht hatte, die oft geschrieben wurden und sowas. Und immer gerne fleißig weiter schreiben, schön Kommentare reintippen und auch natürlich gerne kommentieren, weil ich das ja eben gerade noch nicht gesagt habe, dass ihr das machen sollt. Aber gerne Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn euch die Folge gefällt. Und natürlich, wenn ihr das Projekt weiter verfolgen wollt und ihr mich besser fahren sehen wollt, weil ich werde bestimmt irgendwann mal besser fahren, könnt ihr gerne den Abo-Button drücken, würde ich mich sehr drüber freuen. So, jetzt konzentrieren wir uns jetzt aber mal, dass wir jetzt das Ding hier gut hinkriegen. Dass wir jetzt hier mal ordentlich fahren und den anderen Kollegen damit hinterherkommen. Ich wurde auch gefragt, ob die KI hier genauso beschissen ist wie in Underground. Weiß ich nicht. Bisher habe ich das Gefühl, sie fährt nicht unbedingt schlechter, also sie ist nicht unbedingt bescheidener als da. Allerdings habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass hier manche Stellen, vor allem mit der Motorsound, ist halt scheiße. Der Motorsound ist halt jetzt immer so ein monotoner Ton und gar nicht so ein richtiges Heulen. Wenn wir gleich mal an dem vorbeifahren, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass wir das machen werden, dann werdet ihr gleich hören, dass dieser Motorsound einfach absolut scheiße ist.
Ne, die schalten quasi gar nicht, sondern die haben einen monotonen Sound die ganze Zeit. Deswegen, ja, das ist tatsächlich hier. Ne? Oh mein Gott! Oh! Das war knapp. Das hat sehr gut funktioniert. Das hat sehr gut geklappt. Oh, Alter! Alter, ist er da vorbei. So, jetzt ziehen wir innen vorbei. Ja, verpiss dich. Und mir wurde auch gesagt, dass ein paar Leute von euch haben auch immer Duration auf DS Nitro gepackt. Scheiße. Oh mein Gott, das war richtig scheiße. Das war jetzt richtig behindert. Fucking hell. Dass ihr das... Oh mein Gott. Dass ihr da Duration die ganze Zeit benutzt. Ja, das ist so das, was ich auch immer gemacht habe. Deswegen werden wir das wahrscheinlich auch mal auch weiterhin machen. Das schauen wir dann aber nochmal dann, wenn es dann soweit ist, wir mehr Nitro wieder nehmen können. Dann muss ich erstmal gucken, dass ich wieder rankomme. Das war richtig ungünstig gerade da mit dem Auto. Oh, und es ist auch so eine Umgewöhnung. Erstmal muss ich die Strecken hier nochmal irgendwie ein bisschen drauf kriegen. Das werden wir nicht schaffen, das müssen wir gleich nochmal machen. Das ist eine unfassbare Ungewöhnung jetzt wieder von so einem langsamen Auto, vom schnellen Auto auf dieses langsame Auto jetzt hier. Weil der braucht halt wirklich zum Schalten und sowas. Der braucht wirklich Jahre. Der braucht ja wirklich Jahre. Ja, das war nix. Das machen wir nochmal. Logischerweise machen wir das jetzt mal. So, hin da. Zack. Rein in die Olga da. Ja, ihr fightet euch da erstmal nicht ganz so guter Start wie eben gerade. Ich nehme mal den Windschatten nochmal ein bisschen mit hier. Ziehen wir raus. 280, das ist ganz gut. Das hat jetzt schon mal viel ausgemacht, dass wir die Kurve schon mal besser genommen haben. Ja. Oh, scheiße. Ich versuche natürlich auch immer noch hier so fair wie möglich zu fahren. Also ich will eigentlich nicht, ich weiß, man kann das hier machen, ich will sowohl für Kurven keine Banden benutzen, als jetzt auch hier, wenn ich jetzt, wenn es darauf ankommt, ich will die Leute nicht wegdrängen, sondern ich will halt, ne, so wie ihn ja jetzt gerade, das war mal eine Ausnahme, weil er hat ganz komisch geguckt. Der hat einfach komisch geguckt. Wenn wir jetzt den Slide durchgezogen hätten, das wäre übel sick gewesen. Ja, also ich versuche das zu vermeiden, dass wir hier schauen, dass wir das halt wirklich ganz gut hier hinkriegen, dass wir ganz gut fahren hier. Dass wir legal fahren oder fair fahren, so ist es besser. Legal ist der falsche Ausdruck dafür. Das ist ein bisschen zu früh, aber ist okay. Schauen wir mal ein bisschen was hier weg. War okay von der Kurve her. Die bleiben aber gut dran, also deswegen. Also, was vielleicht das die unfaire KI angeht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Underground 2 da jetzt besser ist. Ich glaube, die sind teilweise immer noch ziemlich unfair hier. Wenn nicht sogar teilweise unfairer. Also wir hatten ja schon teilweise Situationen jetzt mit, ich sag mal, Zeitabschnitten, wo ich mir erst nur so dachte, wie kann das, macht das jetzt gerade Sinn? So, mal gucken. Ja, das sieht besser aus. Das ist mal um einiges besser. Jetzt sind wir da nicht komplett hängen geblieben irgendwo. Auf jeden Fall muss ich mal schauen. Also der Wagen ist immer noch sehr auf der Hinterachse. Trotz, dass er Frontantrieb hat, ist er sehr leicht auf der Hinterachse. Nee, ihr seht das, wie schnell dieser Wagen da ausbricht. Da müssen wir echt mal gucken. Da muss ich mal schauen, was ich da mache. So, und jetzt sind wir hier innen. Und... ja, auch so. Und jetzt können wir durchziehen. Habe ich gerade gesehen. 6 Sekunden. Waren wir nicht eben gerade noch irgendwie 1,5 Sekunden nur vorne? Jetzt haben wir mit 7 oder 6 Sekunden. Boah, guck mal. Ja, easy. Wie viele Sekunden waren das jetzt? Warte, müssen wir uns das mal gucken. Das sind ja knappe 8, 7, irgendwas, ne?